Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück zu Let's Play Rollercoaster Tycoon World Kapitel Nummer 3 in der Karibik. Mission Nummer 3, Maya-Magie. All trifft neu in diesem Ort voller Maya-Geschichte. Ich denke mal, da wird es wieder viel um Dekorationen gehen, zumindest wenigstens bei den Bonuszielen. Kann ich mir zumindest vorstellen. Ich meine schon, ne, Ort voller Maya-Geschichte. Ja, ich wüsste gerade nicht, was man daraus noch schließen sollte. Vielleicht können wir nichts abreißen am Gelände, also kein Gelände groß verändern. So nach dem Motto Denkmalschutz und so. Müssen wir mal schauen, was uns da erwartet. Wenn denn der Ladebildschirm mal wieder vorübergeht. Oh, es hat gezuckt. Da! Maya-Magie. Diese alten Maya-Ruinen sind ein wunderschöner Teil der südamerikanischen Geschichte und viel mehr Leute sollten sie erleben. Achte darauf, dass du bei den Bauarbeiten vorsichtig mit den Ruinen umgehst. Es ist eine Freude, Besucher in solche wunderschöne Teile der Welt zu locken. So, wir schauen mal. Oh, wir dürfen jede Menge Achterbahnen bauen, aber ich habe, glaube ich, auch ziemlich viel Platz. Ja, ich glaube, ich habe direkt 4 Teile. Also 1, 2, 3, 4 müssen das sein. Ja, wir schauen mal kurz die Ziele an, ganz in Ruhe. Wir müssen 2 Achterbahnen mit dem Abenteuermotiv bauen. Eine Achterbahn muss mindestens eine Begeisterung von 5 haben. Wir müssen 5 flache Attraktionen bauen mit dem Motiv Abenteuer. 4 Abenteuer-Mampfläden und 5 Abenteuer-Souvenirs buchen. Also alles auf Abenteuer getrimmt. Darüber hinaus, bei der Lehrlingsherausforderung müssen wir 8 Abenteuerläden bauen und 10 Souvenirläden, also einfach das Doppelte von dem hier. Für die Meisterherausforderung zwei Stück für Stück Gebäude bauen und davon müssen mindestens in einer Gruppe 3 Läden sein, 1775 Bäume platzieren und minimale Attraktionseinnahmen von $600 über 6 Monate hinweg. Ihr Lieben, das sind alles Ziele, die, denke ich, einigermaßen machbar sind. Ich muss jetzt doch mal was abreißen, denn Romeros Paul hat mir nochmal den Hinweis gegeben, dass mit den ekelhaften Wegen, das könnte daran liegen, dass die Wege einfach zu klein sind und deswegen zu wenig Platz da ist. Deswegen würde ich doch mal sagen, machen wir mal einen mittleren Weg hier hin. Nicht immer nur den kleinen. So, der verschwindet ein bisschen im Boden, aber das ist nicht schlimm. Das sind ja alles nur Grafikprobleme. So, ach, guck an, wir haben eine Sortierfunktion. Das ist ja mal schön. Coole Sache. Wurde auch mal Zeit, So, da haben wir doch schon direkt eine Abenteuerattraktion. Wo auch einige Leute reinpassen, aber da muss ich natürlich jetzt erstmal den Platz für finden. Ich packe mal ein paar Bäume hier zur Seite. Zack. Zack. Ja, guck, ich würde sagen, wir starten mit der Attraktion. Die läuft, denke ich, ein bisschen besser. So, dann würde ich sagen, machen wir das mal hier hin. Normale Weggröße wieder. Zack. Moment, kriegen wir den Weg, den konnte man irgendwie doch so da. Ach, egal, wisst ihr was, wir machen es jetzt einfach so und fertig. Dann. Wir brauchen auf jeden Fall was zum Runterkommen. Nehmen wir den Bananenkreisel. Hm, der wäre gar nicht mal so verkehrt, wenn wir den hier hinsetzen würden. Wisst ihr was, und das machen wir jetzt auch einfach. Zack. Und der Ausgang dann direkt nach hier. So, wir machen erstmal hier alles auf, damit der erste Gast auch schon freudig zu einer Attraktion strömen kann. Dann werde ich auch den Tipp befolgen, dass man doch vielleicht die ein oder andere Attraktionsbude hier hinten hinstellen könnte. Die ein oder andere Mampfbude. Aber ich überlege gerade, ob... Ich baue erstmal wieder meine Standards, wie immer. Ne? Also, ne, für Pasta Poeta diese Bude, für die Grand Burger Dame diese Bude... Komm, wir können direkt schon mal hochsetzen hier. Zack. Dann brauchen wir noch unseren Abenteuer-Souvenirladen. Der kommt hier hinten. Und dann sollten wir noch eine Toilette bereithalten. Falls sich jemand übergeben möchte oder muss. Oder einfach nur es kann und es deswegen macht. So, das Tempo drehen wir mal hoch. Denn wir brauchen jetzt erst einmal Gäste im Park. Haben wir noch was mit Abenteuermotiv? Wahrscheinlich nicht. Nee, gerade nicht. Wir können jetzt auch von hier aus nichts freischalten. Also zumindest bei den ruhigeren Attraktionen. Und ich denke, wir sollten aber noch ein paar ruhige Attraktionen hinzunehmen. Nehmen wir doch einfach das Karussell. Dafür reicht auch unser Geld noch. Das ist schön. Und dann würde ich sagen, stellen wir das doch mal... Ja, komm, stellen wir es hier hin.
Dann können direkt die Leute sich ein bisschen ausruhen. Wenn sie hier von der turbulenten Attraktion wiederkommen. Ja, guck an, da stehen auf jeden Fall schon mal gut Leute an. Das freut doch. Oh, ich habe mein teures Restaurant nicht gebaut. Nein! Egal, gut, dann müssen wir jetzt erstmal damit vorlieb nehmen, was wir bisher haben. Ja, ich weiß, in meinem Park ist es dunkel. Seht's mir nach, bitte. Das wird doch noch ein bisschen sich so halten, von der Helligkeit her, ne? Denn wir müssen ja erstmal eine Grundlage reinkriegen. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich den Weg absenken will, aber das ist ja eine rein optische Sache. Ich meine, der Weg ist ja de facto da und von daher muss da eigentlich nichts gemacht werden. So, unser teures Restaurant können wir uns noch lange nicht leisten. Wo ist es denn? Hallo? Da. 3800. Das wird noch eine Weile dauern, bis wir uns das leisten können. Vielleicht sollten wir erstmal gucken, dass wir dann mit ein paar weiteren Attraktionen vorliegen. Und Gott sei Dank passen hier sehr viele Leute rein. Das ist schon mal gut. Hier genauso. Da passen auch zumindest einige rein. Von daher sind wir da einigermaßen gut aufgestellt, möchte ich mal behaupten. Ich würde sagen, wir sollten vielleicht lieber eine Getränkebude nehmen. Und da könnten wir uns eigentlich mal eben das Abenteuermotiv kaufen. Ich habe diese beiden Buden bewusst nicht im Abenteuermotiv gemacht, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob die gute Pasta-Poete auch in die Abenteuer-Pasta-Bude gehen würde. Das weiß ich gerade ehrlich gesagt einfach nicht. Und deswegen, ne, haben wir die genommen, wo wir sicher sein können, dass sie reingehen wird. Safety first und so, you know. So, komm, jetzt machen wir hier die 1600 voll, damit wir hier das Getränkebütchen bauen können. Dankeschön! Zack. Wie sieht's denn hier aus? Noch nicht im Plus, das ist schade. Hier genauso wenig. Ja gut, aber ich brauche erstmal noch einige Leute im Park. Wie viel haben wir? 110. Das ist ja noch nicht wirklich viel. So, jetzt holt euch mal alle hier schön was zu trinken. Nein, nur einer, schade. Flatride Florence. So, die will auf eine Attraktion mit gewöhnlichem Motiv. Und nein, warum bist du im Abenteuerbereich? Verdammt. Moment, ich muss ja eben... Warum bist du im Abenteuerbereich? Echt mal, du hast doch hier gar nichts. Oh, Mist. Ach, Gott sei Dank, jetzt bist du wieder im normalen Motiv. Und sie will auch nur eine flache Attraktion fahren. Sehr schön, dann fährt sie mit dem Karussell und dann ist das Thema mit ihr schon durch. Das ist doch schön. So muss das sein, so freut es uns. So, mal die ein oder andere Bank hier aufgestellt, dass man sich auch mal ein bisschen ausruhen kann. Ihr dürft auch gerne Souvenirs kaufen oder anderweitig irgendwie Geld da lassen. Ja, die Parkschönheit, die ist leider noch sehr weit unten. Aber da haben wir jetzt gerade auch einfach nicht das Geld dafür, um uns da jetzt groß mit zu beschäftigen. Wir müssen einfach abwarten, bis das Geld von selber kommt. Ich würde sagen, wir können hier schon mal ein bisschen den Preis anziehen. Oh shit, ich habe gerade natürlich das Wichtigste überhaupt vergessen. Unsere Handwerker. Bitte lass jetzt keine Attraktion kaputt gehen. Solange ich da noch keinen habe. Das wäre mehr als ärgerlich und wir brauchen auch Hausmeister. Denn ihr seht, die Leute fangen an, unseren Park voll zu müllen. Das finde ich natürlich gar nicht nett. Ich möchte jetzt aber noch keinen Kredit aufnehmen. Also ich denke, der Push wird schon kommen, wenn... Machen wir mal auf 13. Ich will jetzt nicht auf 15 hoch. Das wäre, glaube ich, ein bisschen viel. Der Push wird, denke ich, kommen, sobald hier Flatride Florence endlich da war. Das ist ja in 3 Tagen der Fall. 2,5, um genau zu sein. Und von daher sollte das alles kein Problem sein. Hoffe ich zumindest. Ne? Drückt uns die Daumen, dass das auch so klappt. Oh, da ist ein Influencer. Yay! Wo ist er? Da ist er schon. Komm rein da. Was stört dich daran? Flache Attraktion, gewöhnliches Motiv. Hier, bitte. Oh, jetzt geht die wahrscheinlich nicht rein da und ich habe mich schon direkt am Anfang verzettelt. Toll! Na, super. Gut, wisst ihr was? Kann ich schon ein Darlehen aufnehmen? Ja, ich nehme jetzt trotzdem ein Darlehen auf. Ist mir, na, egal nicht, aber ich muss es jetzt so hinnehmen. Wir machen hier mal eben schnell eine Seitenstraße. Ich gehe mal kurz vom Tempo ein bisschen runter, denn ich muss mal schauen, dass wir hier gebäudetechnisch einigermaßen klarkommen. So, machen wir das mal hier hin. Nein, das passt nicht. Schade. Gut, machen wir dich dahin. Das Hausmeisterbütchen dann am besten auch, wenn es denn irgendwie passt.
Auf die andere Seite kriegen wir dich nicht. Nein, da habe ich zu nah am Park gebaut. Nun gut, sei es drum. Nee, wisst ihr was? Nicht sei es drum. Nein, abbrechen, nicht dich. Dich wollte ich verschieben. Ich stelle dich übergangsweise kurz hier hin. Den Weg reiße ich nochmal ab. So. Und rüber mit dir. Jetzt passt die ja auch alle hin. Nein. So, zack, auf mit dir. Dann brauchen wir noch unsere Hausmeisterbude. Wir brauchen noch eine flache, einfache Attraktion. Ich würde sagen, wir bauen einfach hier nochmal die Rutsche hinzu. Komm, machen wir das doch hier. So, zack. Zack und zack. Und auf mit dir. So, wir drehen das Tempo wieder ein klein wenig hoch. Dann, keine Sorge, ich weiß, ich sollte noch eine Achterbahn bauen. Das habe ich nicht vergessen. Also mal selber Design, ne? Nur, ich will jetzt einmal, dass ich einfach eine Achterbahn erstmal hier drin habe, die auch einigermaßen Begeisterung erzeugt, will ich erstmal die nehmen, ne? Also, wie gesagt, es kommt noch was. Nur jetzt fürs Erste wird es halt die hier sein. So, einmal den Weganschluss. So, Moment. Wir müssen mal schauen, gerade wie wir den Weg hier platzieren. Wir gehen mal ein bisschen tiefer. Hallo? So, es geht doch. Nicht schön, aber selten. Und auf mit dir. So, dich haben wir immer noch nicht zufriedengestellt. Warum nicht? Was ist denn dein Scheißproblem? So, jetzt bitte gehen wir hier mal rein. Ja, endlich, endlich. Gott sei Dank. Bam, da haben wir sie gerade noch rechtzeitig zufriedengestellt. Ja gut, was heißt gerade? Ein bisschen Zeit hätten wir noch gehabt, aber man muss es ja nicht immer bis zum Äußersten ausreizen. So, und mit dem ersten zufriedenen Influencer haben wir auf jeden Fall schon mal was gewonnen, nämlich jede Menge mehr Besucher. Und die sind gut, die sind richtig, die sind wichtig, ihr Lieben. What next? Wir sollten noch mehr Attraktionen bauen, vor allem hier eine... Was? Ach, guck an, eine Achterbahn mit einer Begeisterung von 5. Sehr schön, das haben wir schon mal erreicht. Dann sollten wir noch hier... Moment, ich muss flache Attraktion mit dem Abenteuermotiv bauen. Genau, dann würde ich sagen, nehmen wir doch die plündernden Piraten hinzu. Könnt ihr euch nicht irgendwie hier auf den Hügel näher? Das ist schwierig. Hier hinten ist auch nicht gerade... Na gut, wir gucken erstmal weiter, was wir sonst noch so im Angebot haben. An direktem Motto jedenfalls nicht, soweit ich das sehen kann. Aber wir können ja einfach mit Dekoration natürlich da entsprechend Hand anlegen und das Ganze ein bisschen ausgleichen. Das sollte kein Problem sein. Moment, ich muss jetzt mal gucken, wie ich die Leute hier hinten geschickt abgegriffen kriege, weil hier so eine Sackgasse, das ist natürlich eigentlich strategisch ziemlich unklug. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen mal einen gewundenen Weg. Und machen hier einen wunderschönen Weg um das Karussell. So, Moment. Na, so klappt das nicht. Jetzt machen wir es so. So, haben wir schon so eine kleine Promenade, wenn man so will. Und wir bauen dann nochmal eine weitere Attraktion. Was nehmen wir, was nehmen wir, was nehmen wir? Na, da wir mit der Achterbahn auch noch eine turbulentere Attraktion haben, würde ich sagen, es ist an der Zeit, ein kleines Karussell zu nehmen. Wir bauen das jetzt einfach hier hin. Hier tut es eine gerade Strecke. Hier eine einfache Warteschlange, zack, und gib ihm. So, jetzt dürfen wir wieder ein bisschen das Wartespiel spielen. Oder nein, wir machen erstmal das, Leute, schmeißt gefälligst euren verdammten Müll weg Spiel. Und zwar in diese Form schönen Mülleimer, die ich jetzt überall aufstellen werde. Zack.
Oh shit, Gourmet-Gregor kommt und den kann ich nicht zufriedenstellen, weil ich leider kein Gourmet-Bütchen habe. Das ist doch Käse. Ja, da habe ich jetzt zu lange mit gewartet. Ich hab noch ein Darlehen aufgenommen und baue das dann nicht. Das ist jetzt auch nicht gerade das Klügste gewesen, was ich hätte machen können. So, ich schraube mal ein bisschen den Eintritt hoch. Was sagen denn die Finanzen jetzt gerade? Ja, sieht nicht gut aus. 1760 für eine neue Attraktion, 1500. Ja, ich habe Profit gemacht, aber da ist noch der Push vom Influencer. Der wird sich jetzt gleich auch in Luft auflösen, wenn der gute Gourmet-Gregor kommt. Aber der kommt erst am 6. August. Ein paar Tage haben wir bis dahin noch Zeit. Vielleicht schaffen wir es ja sogar noch, da Hand anzulegen und einen Gourmet-Tempel für ihn zu errichten. Ach, der hat einen Handschuh. Ich dachte, der marschiert da im Stechschritt entlang. Da dachte ich mir, Junge, was ist mit dir? Boah, ich hatte eine Parkschönheit von unter Null. Meine Fresse, ist der Park hässlich. Tja. Okay, hier sind auf jeden Fall viele Leute, die in die Achterbahn gehen. Das ist schon mal gut. Die bringt auch gut Geld. Wäre natürlich strategisch klüger, vielleicht eine Mampfbude da hinten hin zu positionieren. Aber erst einmal müssen wir schauen, ob wir... Ich glaube zwar nicht dran, aber es wäre ja noch möglich, dass wir genug Geld für einen Gourmet-Tempel zusammenbekommen. Die kosten alle gleich viel, oder? 3, 8, 4, 8 alle. Ja. Da gibt es keinen billigeren, deswegen werden wir den bauen, sobald wir das Geld haben. Aber ihr Lieben, bis dahin wird es noch einen kleinen Moment dauern. Mit den Bonuszielen werde ich das wie immer machen. Ich schaue einfach mal, wenn es sich ergibt, mache ich die mit. Wenn nicht, dann halt nicht. Dafür mal ein, bei der Dekoration. Zutritt verboten Schild wollte ich hier noch machen. Zack, einmal dahin. Genau, du darfst da nicht rein, richtig geraten. So, wir können nochmal nachschauen, was die Besucher denken. Nicht, Karussell ist nicht intensiv genug, die Nudeln sind günstiger als erwartet. Bananenkreise nicht intensiv genug, Tickets sind günstiger als erwartet. Ich bin erschöpft. Aha. Okay, da haben wir es schon auf 8 erhöht, das ist okay. Hier machst du ordentlich Gewinn, das ist schön. Du auch, du genauso. Hätte ich doch mal mehr Mampfbogen gebaut. Ich müsste es doch eigentlich inzwischen besser wissen. Was ist denn los hier? Nur gut, egal. Et kütt wie et kütt. Warum spielt eigentlich keine Musik? So, geht doch. Aber so weit weg möchte ich es auch nicht sein. Das ist ja auch nicht richtig, ne? Wir schaffen es tatsächlich, Gewinn zu machen mit den aktuellen Leuten im Park. Trotz des Darlehens. Das finde ich natürlich grundsätzlich gut. Aber mich regt das auf, dass ich jetzt nicht die Mampfbude für Gourmet-Gregor habe. Und wir werden es auch definitiv nicht mehr schaffen. Denn in 5 Tagen ist der Gute weg. Und da ist der, läuft sehr hungrig. Hier reicht es auch nicht, wenn wir die Qualität hochschrauben, oder? Ja, jetzt wäre sowieso zu spät, von daher. Jupp, das war's. Tja, schade. Gott sei Dank, da können wir endlich die Qualität wieder runterschrauben. Bitte schreibt mal in die Comments, falls das gereicht hätte. Also für die, die es wissen, sagt mal, hätte es gereicht, wenn ich hier von Anfang an die Qualität auf hoch gesetzt hätte? Hätte ihm das gereicht? Ich glaube nicht, oder? Der will doch in so einen Gourmet-Tempel gehen, ne? Wie gesagt, korrigiert mich bitte, falls ich mich irre. Das kann natürlich sein. Aber nun gut. Ich habe schon mal eine grobe Idee. Denn wir müssen ja hier noch eine Achterbahn mit dem Motiv Abenteuer machen. Und die werde ich auch diesmal selbst designen. Muss ich recht geben. Das ist nicht immer so schön, wenn ich einfach nur die vorgefertigten Modelle hier hinklatsche. Weil von der Zeit her sah das ja bisher eigentlich immer ganz gut aus. Locker so 20, 30 Monate vor Ende. Da kann ich mir auch mal die Zeit nehmen und ein bisschen wieder selber designen. Ich glaube, ich werde die hier oben bald hinpacken, wenn es dann soweit ist. Also ich muss mal gucken, inwieweit sich das umsetzen lässt. Aber grundsätzlich, dass die so um diese Attraktion, um diese Dekoration sich ein bisschen herumschlängelt. Müssen wir mal schauen. Ich wette, das ist auf die eine oder andere Art und Weise machbar. Nur erstmal brauchen wir leider wie immer das nötige Kleingeld, denn die kleinste Violine der Welt sollte da schon mitspielen. Und dazu brauchen wir erstmal wieder Gäste im Park, aber ich glaube, die Kurve nach unten, die ist schon wieder dabei, sich zu erholen. Jawohl. Sieht gut aus. Das gefällt doch. Wie läuft es bei dir eigentlich hier? Oh, sehr gut. Ich würde sagen, da gehen wir mal hoch auf 450. So. Ihr Lieben, bis hierhin sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Ich möchte doch ganz gerne mal, wo ist die Sonne?
Da kommt. Ah, nein, sie ist zu spät. Ich bin zu spät. Ich hätte gerne nochmal so einen Sonnenuntergang zum Abschluss oder einen Sonnenaufgang. Moment. Da haben wir einen. So, wir suchen uns. Nein! Wir suchen uns nochmal eine schöne Ansicht. Für unser Abschlussfoto. Ja, jetzt steht die Achterbahn leider ein bisschen ungünstig, aber ich habe eine Idee. Moment. Ah, warte. Kleines Stückchen rauszoomen. So. Oh, und ich habe den Sonnenaufgang mal wieder verpasst, ihr Lieben. Egal, wir machen jetzt trotzdem unser Foto hier. So, zack, Abschlussfoto geglückt. Und an der Stelle werde ich auch meinen Cut machen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Falls ihr Anregungen habt, wie ich den Park ein bisschen anders, besser gestalten kann oder so, haut sie in die Comments. Ich bin gerne auf eure Tipps angewiesen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ich bin gespannt auf eure Tipps. Vielleicht habt ihr da den einen oder anderen Hinweis für mich. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ihr Lieben. Tschüssikowski.